Hallo, ihr Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Grimrock. Beim letzten Mal haben wir das Checkerdrätsel gelöst. Ah, ne, die ganzen Raptoren gekillt. Das Checkerdrätsel war ein bisschen woanders gewesen. Das war da hinten gewesen. Und jetzt das ganze Raptorengehege hier ist Wahnsinn gewesen. Wie groß es war und wie viele da sind. Habe heute sogar noch einen. Das werden wir später einfach machen. Heute noch einen Hinweis bekommen gehabt, dass ich hier hinten irgendwo was vergessen hatte. Irgendwo. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo das. Ich habe das irgendwo hoch notiert gehabt, in etwa, wo das aussah. Ich glaube, hier irgendwo hatte ich eine Fackel vergessen. Fackel einsetzen. Da waren anscheinend noch irgendwo, da meinte einer, Fackel nicht vergessen. Okay, dachte ich mir, machen wir später einmal. Jetzt machen wir erstmal das hier weiter. Fackel, ja gut, können wir jetzt erstmal drauf. Obwohl, kann man mitnehmen. Schon mal direkt gleich für. Na, ihr wisst schon, falls wir einfach mal dahinter gehen sollten. Oh ja, ist schon zu schwer wieder. Ja, eine Fackel ist auch unglaublich schwer. Kann ich mir vorstellen, dass die dich jetzt schwer macht. Und ich habe wirklich kaum keine Raptoren mehr. Okay, jetzt wieder dieses. Okay. Schau mal hier. Das äußere Sanctum. Outer Sanctum. Ich glaube, ich habe dafür einen Schlüssel. Guckt aber erstmal gleich hier hinten lang. Das können wir gleich machen dann, aber schauen wir gleich mal. Vielleicht gibt es ja noch was ganz Interessantes, was ich unbedingt brauche. Ein Tarbeat. Leider kein Schlüssel. Oh, sogar zwei davon. Na? Jackpot! Zwei neue Heiltränke kann ich dadurch craften. Mal schauen, was mir hier an der Wand lang. Ob es hier noch was gibt, aber ich habe schon lange keine Monster mehr gehört, wa? Aber reichen auch die Raptoren erstmal. Die haben mir genug zugesetzt. Mal gucken, ob wir dieses Mal wieder schöne Rätsel kriegen. Hier war was gewesen. Nee, war nichts gewesen. Was haben wir hier? Pillared Hallway. Okay. Sieht sehr komisch aus, wa? Mal ganz kurz hier rechts lang gucken. Wo wir sollten erstmal vorgehen. Ach so. Ich verstehe, ja, okay, ich verstehe. Es geht Ewigkeiten lang und es ist genau wieder wie gerade eben gewesen. Huch. Ich glaube, jetzt ist das Ende, war, ne? Das hier war, glaube ich, X. Da müssen wir jetzt links lang. Auch nicht. Okay. Gucken wir das ganz kurz nochmal. So, wenn ich jetzt vorgehe, dann. Okay, hat man gerade am Boden gesehen. Können wir gleich nochmal angucken. Jetzt seht ihr gleich am Boden. Bäm, wir wieder zurück hier unten, das hat man gesehen. Ja, okay. Was bringen wir das hier hinten jetzt? Ich glaube, gleich bin ich da vorne. Ja, da kam direkt die Wand zum Vorschein. Aber, okay. What? Vielleicht eine Säule hier? Glaube ich auch nicht, wa? Okay, habe ich hier am Anfang. Erkennt man glücklicherweise recht gut, aber ich weiß trotzdem nicht, was mir das bringt. Was, wenn ich ein Feuer reinschieße? Also, es gibt bis ganz hinten, wa? Das, der Zauber. Ne, geht da auch nicht. Der geht auch dann kurz davor, ist er wieder weg. Ne, doch, da gibt's Ende. Okay. Das ist ja merkwürdig. Was es hier hinten gibt, müssen wir später mal gucken. Da weiß ich jetzt noch nicht. Was war statt hier? Pillared Hallway. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das lesen könnte. Da ist einfach so ein Teleport wieder. Aber dann gehen wir mal hier rein. Wir haben ja, da habe ich jetzt einen Ornate Key irgendwo. Dann bei der 3 wahrscheinlich, genau. Und ich mag die nicht so wirklich. Die machen mir Angst. Wow, die machen mir noch mehr Angst. Drei davon, okay. Und das war mein Tod. Das ist ärgerlich. Okay, quick save. Okay, die kommen direkt dort. Ich kann es mal so probieren, hier einfach mal versuchen, was hinzubiegen, aber ich weiß nicht, ob das. Wir können erstmal einkillen.
2 sind, glaube ich, schon ein bisschen leichter zu kennen als 3. Würde ich mal sagen. Aber braucht auf jeden Fall einen Energietrank. Okay, der ist auch down. Sehr schön. Der braucht trotzdem einen Energietrank. Der hat so wenig Energie. Der hat viel Energie, krass, aber auch viel Energiekosten. Daran liegt es eventuell auch. Ah, schon eingefroren. Okay, der ist auch down. Sehr schön. War böse. Warum tut ihr mir das an? Ich habe euch doch gar nichts getan. Oder? Zumindest weiß ich das gerade nicht. Gehe jetzt zu. Komme ich jetzt also nicht mehr zurück. Können wir mal ganz kurz rasten. Rests. Um unser Mana wieder aufzufrischen. Gleich sollte eigentlich bestimmt wieder so ein Albtraum kommen. War ja auch schon, na gut, war schon vor kurzer Zeit mal wieder einer gewesen. Ah, das ist Wahnsinn, wie lange der braucht, um seine Dings aufzufüllen, sein Mana. Achso, der hat auch gar keine mehr hier. Da würde ich sagen, tauschen wir mit dem hier aus und da brauchen wir ein paar Käfennetteln. Ich denke mal, na gut, machen wir erstmal so welche. Zwei Ender, ach nee, das war falsche. Diese Blooddrop Blossoms brauche ich dafür. Oh, 3 vorne habe ich davon nur noch. Ist ein bisschen knapp, wa? Zwei Potions geben wir ihm rein. Natürlich zu langsam, logisch, muss ja sein. Und dann machen wir hier noch eine Heil-Potion. Der hat nämlich keine mehr. Ich habe keine mehr hier auf ihm drauf. Ne, auch nicht. Das hier war's. Gut, dann Mörser zurück mit dir in das Ding hier rein. Die Caps und die Nessel kommt wieder hier rein. So, unser Licht geht langsam aus. Oder es ist schon aus. Gucken wir erstmal nach Knöpfen, ob es hier irgendwas gibt. Aber ich glaube eher nicht. Ah, doch. Okay, geht wieder auf. Sehr schön. Da könnten wir also doch wieder rauskommen, wenn wir wollen möchten. Es gibt aber auch drei Level jetzt wieder. Son of Hatred. Erkunden wir, würde ich sagen, erstmal die Räume. Und dann gucken wir gleich mal weiter. 3 Level gibt es hier. Wahnsinn. Wahrscheinlich wieder 3 riesige Level. Was haben wir hier? 3 Ancient Beings of Deep. Ich habe irgendwo irgendeine Tür gehört, die, glaube ich, gerade zugefallen ist, aber. Kann mich auch. Ich finde die irgendwie total erschreckend, die Viecher. Wenn sie sich irgendwann mal bewegen sollten, würde ich rumschreien. Hands that slaughter ace that deceive. Deceive, deceive. Ach, keine Ahnung, was das heißt. Ich werde einfach die Level durchmachen. Und ich weiß nicht, was nehme ich denn zuerst? Ich glaube, ich nehme das zuerst, weil das am nächsten da hinten dran ist. Das soll gar keiner Logik entsprungen, aber ist auch egal. Auf geht's. Okay. Nix. So, so. Und der hier? Ah, Hallöchen. Das hinten war's, wa? Ach so, 3, 2, 1, 3. Dann schauen wir mal. Was ist denn die 3? Was ist die 2? Was ist die 1 und so? Ich guck mal, ich denke mal, alle. Genau, werden alle hier hinführen. Ich denke mal. Ich sag mal, das ist die 3. Das ist die 2 und das ist die 1. Und dann würde ich sagen, laufen wir nach diesem Muster lang. 3. Waren wir ja gerade. Da würde ich sagen, gehen wir in die 2 rein. Dann in die 1. Aber wir machen diese Statuen schon irgendwie ziemlich Angst. Euch auch? Sie sehen schon so komisch aus. Diese Stacheln vor allem da drauf, dieses komische Zeug da. Dann eventuell, weiß nicht, gibt es hier. Ach so, das waren ja Hinweise natürlich. Die Hinweise hier dran. Hands the Slaughter Ace, die Scythe, ich würde sagen, das ist die 2, wo ich hier gerade drin bin. Können wir gleich noch gerne mal umsortieren. Hier hinten ging es, glaube ich, lang. Logisch, logisch. Vielleicht sollte man die Hinweise auch beachten. 3N, okay, das ist die 3. Und das dann kann ja dann nur die 1 sein. Son of Hatred, okay, das ist einfach nur 1. Wobei, es kann auch die Zeilen heißen, das ist eine Zeile. Der hier hinten war, glaube ich, 3 Zeilen gewesen, richtig? Dann würde es aber so oder so schon stimmen, 3 Zeilen. Und hier gehe ich mal stark von aus, dass da 2 waren, richtig? Ne, auch nur 1. Okay, dann können wir es nur anhand der Texte nachvollziehen. Dann schauen wir mal an. So, da hinten ist die 2, dann die 3, dann die. Verdammt, ich habe das nicht umbenannt, wa?
Son of Hatred, okay, dann ist das die 1. Und zuerst sollten wir in die 3 rein, nicht wahr? 3, 2, 1, 3. Dann erstmal da hinten rein. Das war die 2. Dann hier rein. Okay. Jetzt habe ich minimal schockiert, muss ich sagen. Was ist, wenn ich hier wieder reinlaufe? Okay, komme ich hier wieder hin? Ey, warum komme ich auf einmal hier lang? Ist ja merkwürdig. Eigentlich wollte ich gerade das Rätsel lösen. Und auf einmal schickt er mich woanders hin. Na, ist ja auch gut. Na, dann machen wir das Rätsel. Ich denke mal, das wird sowieso die Lösung sein. Ist irgendjemand vergiftet von denen? Nee, ne? Nee, keiner vergiftet. Ein bisschen Schaden genommen, aber das war's auch. Knöpfe an den Wänden sehe ich da zumindest nicht. Und sehe ich da auch nicht. Gut, ich kann mal versuchen, mal so einen Stein hier unten hinzulegen. Der hat ja noch ein paar Steine hier drin. Der Intervall, der bleibt eigentlich immer offen, richtig? Wenn, genau. Wobei ich gerne runterfallen würde, deswegen werde ich ganz kurz resten. Und dann, sobald mein Magier volles Leben hat, werde ich runterfallen. Ganz kurz mein Licht hier da anmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Gurumoks Tempel 2. Dass hier gleich irgendwas passiert. Okay, Fackel Nummer 1. Oh. Da haben wir Brot. Ich will erstmal noch gar nichts anpacken. Bäh. Ekelhafte Spinnen, ey. Gänsehaut pur. Okay, wir brauchen ein paar mehr Fackeln. Wenn wir mal ganz kurz hier runterfallen. Zwei Fackeln. Rätsel. Das werden wir dann später, denke ich mal, machen. Drei Fackeln sogar, okay. Ich glaube, da waren drei Fackeln jetzt gewesen. Dann kann man das. Okay. Ich glaube, das waren drei gewesen. Ich nehme einfach mal drei mit. Kann nicht schaden, wenn wir dann mal wieder welche finden sollten. Eine habe ich da dabei. Ich glaube, eine ist zu wenig, dass ich das irgendwie lösen könnte. Dann suchen wir erstmal ab. Hier haben wir. Ich will hier rein. Was ist das? Stehe da, wo die Schatten der Fackeln sich kreuzen. Und nimm einen Stein und schmeiße ihn nach Osten und nach Norden. Okay, wir brauchen also auch noch Steine. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Fackeln. Oder man könnte sich denken, wo jetzt der Fackelschein ist. Aber ich glaube, das sich zu denken ist ein bisschen schwierig. Bah! Ekelhaftes Spinnengegrabbel, also wirklich. Ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Fackeln. Das werde ich auch gleich mal machen dann. Ich bin wieder zurück und brauche Fackeln. Gib mir Fackeln. Der hat doch irgendwo und der hat doch hier einen dabei gehabt. Der hat eine Fackel dabei, den geben wir gleich mal ihm. Und suchen jetzt neue Fackeln. Um dieses Rätsel lösen zu können. Die Frage ist, wo finde ich Fackeln? Eigentlich überall, wo die ganzen Ständer waren, da müsste ich theoretisch auch Fackeln finden. Wenn ich die alle mal nach unten lege. Überall scheinen keine Fackeln zu sein, ne? Sehr ärgerlich. Und ich hoffe, mir kommt jetzt kein Raptor wieder. Da haben wir irgendwo eine Fackel, oder? Ich dachte, da unten ist eine. Eine brauche ich noch, dann können wir das Rätsel lösen. Und Steine habe ich ja sowieso immer dabei. Ey, ich krieg die Krise wirklich. Ohne Scheiß, ich raste gleich aus. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Da werden ja sicherlich noch mehr sein. Mann, 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 Leute, weißt du, das ist keine Ruhe vor den scheiß Raptoren. Weil mir das noch so viel aus, wa? Wahnsinn. Sehr schön, das Steak können wir eigentlich liegen lassen, weil. Aber wir können auch mal was essen. Komm, nimmst ein Lizard Steak, das ist auch ein Lizard Steak. Der ist so einen komischen Grim Cap und der ist auch hungrig. Komm, nimmst auch so ein Herder Cap. Gibst du denen jetzt mal ein bisschen was? Ey, das ist doch nicht zu fassen, ey. Diese hässlichen Biester, weißt du? Hast hier nicht deine Ruhe drin? Da ist eine Fackel, wunderbar.
Da haben wir jetzt alle drei Fackeln und gehen auf zum Rätsel. Genau, jetzt links oder rechts, ich geh mal lieber links lang, da wo ich hergekommen bin. Ich will nicht unbedingt noch einem Raptor begegnen, das ist jetzt unnötig. Das ist sehr, sehr unnötig. So, dann können wir jetzt dahin gehen, richtig hier lang. Direkt hinter denen, da ist ja das gute Tor gewesen. Richtig. Und ich würde sagen, wir machen kurze Pause und sind beim nächsten Part wieder von Legend of Grimrock. Und bis dahin, haut da rein. Bye, bye.